Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut, sagte einst Perikles. Liebe Parteifreunde, Mut ist ein ganz wichtiger Anker in der Politik. Denn ohne Mut kann man keine aufrichtige Meinung vertreten. Ohne Mut kann es keine gute Opposition geben. Genau deshalb braucht unsere Jugend Mut, um aufzustehen und sich Entwicklungen, die die Zukunft unseres Landes gefährden, entgegenzustellen. Wir, die freiheitliche Jugend, sind ein starker Anker, das Rückgrat der mutigen Südtirolerinnen und Südtiroler. Wir sind die Basis, der Treffpunkt, an dem mutige Gesinnungsgenossen geeint werden und gemeinsam Fehlentwicklungen in unserem Land aufzeigen und Gegenmodelle präsentieren. Es ist der Mut jedes Einzelnen, der eine schlagkräftige Truppe ausmacht. Meine Aufgabe als Jugendobmann der Freiheitlichen Partei ist es, diese Truppe ständig zu erweitern, um einen starken freiheitlichen Nachwuchs sicherzustellen. Denn nur mit einer starken Jugend können die Freiheitlichen wieder dahin kommen und noch weiter hinausgehen, wo sie mal waren. Denn nur mit einer starken Jugend kann diese Freiheitliche Partei eine noch stärkere Alternative zur Mehrheitspartei in diesem einseitig regierten Land werden. Eine mutige Jugend ist die Grundlage für künftige Erfolge der Partei. Je stärker und je breiter diese freiheitliche, vernünftige Alternative wird, umso mehr Leute werden dieser Partei und auch diesen Leuten, die sich da engagieren, das Vertrauen schenken, um Verantwortung in unseren Gemeindestuben, aber auch in unserem Landtag zu übernehmen. Es freut mich daher ganz besonders, dass sich eine mutige Truppe jungfreiheitlicher Mitglieder dazu entschieden hat, bei den heurigen Gemeinderatswahlen zu kandidieren. Deshalb, liebe Freunde, seid euch eurer Kraft und eures Mutes bewusst. Jeder einzelne von euch kann mit seiner Kraft seine Arbeitskollegen, seine Freunde und seine Verwandten wachrütteln. Sie davon überzeugen, zur Wahl zu gehen, sie davon überzeugen, die Freiheitlichen zu wählen und eine starke Stimme der Vernunft in den Landtag und vor allem jetzt in den Gemeindestuben zu wählen. Jetzt geht's los, wir haben noch 2 Wochen bis zu den Wahlen, gehen wir zusammen, wir haben ein Ziel. Am 22. September wird es einen Gewinner geben, das ist Südtirol, in den Gemeinden, wo die Freiheitlichen kandidieren, die Freiheitliche Partei. Es lebe unsere Heimat, Glück auf!